Jo, hi und herzlich willkommen jetzt zu einer richtig geilen Runde LPT Tech It Light mit dem Niklas, dem Marc weißt du doch jetzt noch und nicht. Dem René. Natürlich. Hallo. So, weißt du doch jetzt noch nicht. Also, der Marc hat dich immer richtig begrüßt. Der Ofen ist weg, ne? Und wohin? Der hat ihn geklaut. Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat ihn genommen. Na mal, ich guck mal in meinem Inventar. Sein Induction Furnace ist komplett weg. Nee. Und ich wüsste nicht, warum der weg ist. Induction. Nö, also hier vorne in den Kisten ist er nicht. Das kann ja gar nicht sein. Der hält ja High Voltage aus. Ja, eigentlich schon. Deswegen wundere ich mich auch gerade. Ansonsten, der Rotarity Macerator hätte doch dann auch in die Luft fliegen müssen an sich. Jo. Deswegen bin ich auch gerade. Der wäre auch von vornherein eigentlich in die Luft geflogen. Da war ja nicht mal was drin gewesen. Ich habe keine Ahnung, warum die Scheiße nicht da ist. Hast du die abgesammelt oder was? Nee. Ich hab nicht. Nein, ihr seht mich nicht. Welch was? Schande, welch Schande. Was hast du gemacht? Ich bin in einem Raum gefangen. Der ist ein Block breit und zwei Blöcke hoch und ist in irgendeinem Zimmer. Was machst du in meinem Raum? Keine Ahnung, ich komme hier nicht raus. Warte mal, ich probier's mal so. Wollen wir ihn denn raus? Das hier? Oh. Das bin ich auch schon. Und dann habe ich reingeguckt. Und bin drin stecken geblieben. Echt jetzt? Ich hab die zwei Holz gerettet. Du hast zwei Holz gerettet? Okay. Hey, cool, danke für die zwei Holz. Was ist denn ein Trade-O-Mat, Alter? Das wollte ich euch nicht eigentlich fragen, ob ihr wisst, was man damit machen kann. Das ist so wie ich mit meinen Schuhen. Mit was kann ich jetzt damit machen? Zack, fahr die Crowley weg. Nachdem Marfro sie benutzt hat. Ich glaube, kann man damit handeln? Nachdem, wie es klingt, ja. Oder damit kann man morden. Das geht natürlich auch. Und du hast ein Personal Safe? Das ist cool. Kann ich mir Sachen rausnehmen? Sehr hervorragend. Was? Kannst du? Ja, er ist OP auf dem Server deshalb. Oh, ist ja langweilig. Aber ich nehme das Gelache. Ich nehme mal das Quarz raus, ja? Weil das brauche ich gerade. Kein Problem. Also Quarz. Weißt du, er hat einen Safe. Er hat einen richtig festen Safe, cool. an den ich mit Marfko nicht rankomme. Und was macht er rein? Quarz. Hey, hör auf, in mein Zimmer zu gehen. Ich brauch du Quarz. Ich hab noch nichts Besonderes. Warte mal, ich hab ganz viel Quarz. Oder? Nee, Quatsch. Quarz war ja dieses andere Ding, was ich nicht habe. Ah, genau. Immer noch das, was du nicht hast. Ich habe immer Marble. Aber Marble wenn ihr wollt, könnt ihr mir Quarz besorgen. Niemals. Danke. Ich sage euch auch, wo die Höhle ist. Du hast Höhle gesagt. Ey, unser... Kann ja nicht sein. Oh, danke dir. Bitteschön. Der ist richtig teuer. Der Scheiß, ja. Warum ist denn der Ofen nicht mehr da, Alter? Was soll denn die Scheiße, Mann? Der hat jetzt auch keine abgebaut oder so. Also ich nicht. Ich wüsste auch nicht, warum soll ich ihn abbauen? Und wenn, hätte ich ihn ja irgendwo im Inventar oder sowas in der Richtung. Von den 200 Folgen, die wir aufgenommen haben, sind bestimmt 100 fehlend. Aus irgendwelchen Gründen. Boah, das ist lustig. Das ist doch nicht wahr, ey. So ein Ofen ist schon irgendwie elementar wichtig, habe ich das Gefühl. Und der ist scheiße teuer. Ja, ist er. Kacke. Und das verzögert jetzt alles raus, den nochmal zu craften. Oh nein, Mann. Electric Furnace Advanced Machine. Und jetzt fallen die. Oh. Ein Electric Furnace habe ich. Hätte ich noch welche für dich. Ja, wir brauchen aber einen Advanced Machine Block. Das heißt, wir brauchen zweimal Advanced Alloy und wir brauchen zweimal Carbon Plates. Und dafür ist brauchen... denn jetzt, brauchst du den jetzt im Moment? Oder? Den Ofen? Ja. Ja, prinzipiell brauche ich auf jeden Fall erstmal. Da müssten wir jetzt zumindest, ich könnte jetzt hier die normalen Öfen anschließen, ja. Aber die würden in die Luft fliegen jetzt sein. Du benutzt die zwei Upgrades aus dem Recycler, wenn du da alle, also die Overclocker-Updates und die Transformer-Upgrades in einen Ofen reintust, ist ja an sich genauso schnell wie ein Induction-Furnace. Vielleicht sogar noch schneller. Dann wollen wir mal hoffen. Ja, der Recycler ist ja das gleiche wie... Oh, geil. Was? Ich habe was in der Wüste gefunden. Okay. Er explodiert schon mal nicht.
Gut. Und was? Guck mal, wie schnell der abgeht. Der ist schneller. Sieht aus wie so ein Tempelding. Wo ich hoffentlich nicht drin sterben werde. Okay, oder was? Keine Ahnung, ob ich es gerade gesehen habe. Nee, sowas. Doch, glaub schon. Ah, aber warum geht denn das System jetzt hier drüben nicht? Das verstehe ich nicht. Hm. Interessant, aber wie komme ich da rein? Es ist im Sand verschüttet. So, Energie war dran. Das System ist voller Energie. Ja, ich guck mal, ob ich das hinbekomme. Und das war hier die Basic. So, die Basic ist Hauptanschlussteil. Damit kann man, mit der Basic kann man Sachen reinlaufen lassen. Die ist als Default Route angegeben. Hier oben die Basic, gut, und da kommen auch die Items durch die rein. Brauche keine Default, richtig. Jetzt haben wir hier die. Und jetzt haben wir hier noch die Request. Ne, im System ist aber auch keiner. Also ich habe nachgeguckt. Ich darf nicht auf diese Druckplatte in der Mitte kommen. Ich darf nicht auf diese Druckplatte in der Mitte kommen, oder? Ja. Kann ich jetzt eigentlich später Sachen requesten, oder? Wo denn? Yeah. Hier drüben, die dann rüberkommen sollen, oder? Versuch es mal bitte. Ich will noch mal sehen, was jetzt passiert, okay? Mach mal irgendwas anderes mal irgendwie. Okay, Ey, ich hab Shiny Ingots bekommen. Was bringen die einem? Wisst ihr, das sind die wertvoll. Ja, die sind relativ gut. Was hast du denn da drüber geschickt? Sag mal, wenn du was rüberschickst. Sag mal, was du rüberschickst. Birchwood. Sollte jetzt angekommen sein. Die ist jetzt gerade durch die Pipe gegangen. Was für ein Ding hast du rübergeschickt? Birchwood. Also Birkenholz. Wie viel? 64 ein Stack? Ja. Dann schickt man noch mehr rüber. Hast du noch mehr davon? Ja, ein bisschen was. Hier wird mir immer noch 76 angezeigt. Wo? Hier im System. Aber dein System, du hast ja momentan... Sei wieder 64. Ist das vielleicht zu weit auseinander oder so? Das ist vielleicht... Na, eigentlich keine nicht. Ahnung, weil im System wird mir jetzt alles wieder angezeigt. 35.000 Cobblestone. Ja, 76. Das liegt aber auch daran, dass normalerweise, das soweit ich weiß, hinten... damit es in beide Richtungen funktioniert, habe ich hier diesen Vermittler angeschlossen. Das heißt, du kannst auch auf deiner Seite die Sachen... Ach! Also entweder hat jetzt der SP ganz viele Erleuchtungen nacheinander, also oder? Das Problem ist, du kannst mit dem... Ja, das ist jetzt das Problem mit dem Request. Wenn du es rauspumpen würdest in die Kisten, ja? Dann würde es ja alles reinlaufen in Supplied Energistic. Das Problem ist jetzt, dass du die ganzen Sachen requestest und du kannst von deiner Stelle aus auch auf... Ach, das machen wir einfach. Pass mal auf. Ach so, ich kann jetzt von hier auch auf Supplied Energistic. Deshalb ist das... Oh. Aber warte mal, das kann ich verändern. Indem ich jetzt mal hier hinten die Request-Pipe abbaue. Und jetzt versuch nochmal, guck nochmal, ob du auf alles zugreifen kannst oder ob du Cobblestone nicht mehr siehst. Und ich frage mich jetzt schon mal die ganze Zeit, warum... Was hast du denn jetzt? Hast du jetzt Birkenholz rübergeschickt? Ja, aber ich habe jetzt wieder 12 Stück rübergeschickt und jetzt wird mir wieder alles angezeigt. Alles? Ja, alles. Wieder alle 76 Stück. Ich habe die Default und ich habe hier die... Warte mal. Ich baue jetzt die auch. Genau. Ich baue die auch nochmal ab. Jetzt versuch's mal bitte nochmal. Jetzt ist das Birdshot weg. Jetzt ist auch der Cobblestone, jetzt ist alles weg. Alles klar. Ich hätte nur die Basic anschließen dürfen. Das andere war, damit beide Systeme interagieren, dass du alles sehen kannst. Aber es ist doof natürlich. Bei Applied, wenn du darauf klickst, ja, dann kannst du immer alles sehen. Das, was bei dir im Applied in einem Ding drin ist und was du in einem anderen System drin hast. Aber das ist, wenn du das requestest, nicht möglich an den Logistikpipes. Dementsprechend hast du es nicht gesehen, was schon alles in dem System war und in dem nicht. Wir haben uns gerade eine Endlosschleife gebastelt. Doof. Ah ja, okay. Man, jetzt Endlosschleife oder mehr so ein Teufelskreislauf? Ich würde sagen, Niklas... Eine Mischung aus beiden. Hätte eine Endlosschleife durchaus wahrscheinlich hinbekommen. Also er hätte aber dafür endlos da stehen müssen, das ist eine andere Geschichte. Gut. Also eine endliche Endlosschleife. Ja, sowas in der Art. Genau. Und nicht die If-Funktion vergessen. Die was? Die If-Funktion. Also eine Endlosschleife würde ich ja fast schon eher mit einer
Schleifenfunktion machen, wie zum Beispiel. Nein! Vor und deine scheiß If-Funktion kannst du dir sonst wohin stecken. Ja, ist mir egal, aber If-Funktionen sind hilfreich. Ja, nur für dich, du Noob. Ja, für dich auch. Nee, Alter, nur für dich, du Noob, Mann. Ey, du weißt nicht mal, wie man sprintet. Ja. Assi. Ich hab's mittlerweile gelernt. Man muss zweimal A drücken. Also bei mir ist es auf F13. Oh. Dann ist irgendwas falsch gelaufen bei mir, warte mal. Ach ja, du hast vollkommen recht, stimmt ja. F13 gibt's ja gar nicht. Oh, oh, oh. Und das Niveau sinkt wieder auf ein unterirdisches Rekord. Oh ja. Ja, jetzt kommst ich frage mal das Internet, wie tief das Niveau sinken kann. Das ist bestimmt eine Antwort. Bin mal gespannt. Scheiße! Bei mir hat sich gerade irgendwas aufgehört. Oh, jetzt geht's wieder. Ja, so weit ist es tief. Wie tief kann das Nivea sinken? Sehr tief. Tiefer. Am tiefsten. Ups, das war falsch. Da. Niveau, stupid Edia. Was? Echt jetzt? Okay. Definitiv unterhaltsam. Keiner weiß warum, aber es ist lustig. Ja. Es gibt doch dieses Sprichwort, dass die MS-Niveau sinkt. Die haben jetzt ein uraltes Schwarz-Weiß-Foto genommen und da dann mit Computerschrift Niveau rangeschrieben an so eine Seite vom Schiff. Und es geht gerade unter. Also so ein untergehendes Schiff, wo Niveau draufsteht. Und dann steht da unten drunter, das Niveau sinkt. Oder die Niveau sinkt. Ich lasse dich jetzt einfach alleine lachen. Ja. Ganz lustig. Der war jetzt überhaupt nicht lustig, Mann. Ja, er war scheiße erzählt. Richtig. Er war scheiße erzählt. Das ist lustig. Ach, Kacke auch. Echt. Die Einheit für das Niveau ist Pfui und ergibt sich aus dem Gesamtpromillewert hoch 2 durch Alter. Alter, dann habe ich ja überhaupt gar keins mehr. Durch Alter ist bei mir ein K.O.-Kriterium. Das geht gar nicht. Als Niveau bezeichnet man eine mathematische Einheit zur Bestimmung der Evolutionsstufe einer Person oder einer Personengruppe. Ah, ich gehöre zur Personengruppe, definitiv. Zu irgendeiner, ich gehöre dazu. Leute, mit ihm kann man außerdem die Zeit bestimmen, seit Beginn eines gesellschaftlichen Events, wie zum Beispiel einem Fußballspiel oder einem Saufgelage vergangen ist. Okay. Können wir eventuell, ab einem bestimmten Limit spricht man auch vom Niveau-Limbo. Können wir mal schlafen gehen, bitte? Nee, noch nicht. Doch. Ganz schlecht gerade. Gute Nacht. Ey. Lass mir ihn liegen. Monsters Nirby. Nein, ist kein Problem, ich gehe nicht schlafen. Ich flieg raus und lass einfach mal ganz kurz das hier alles in die Luft fliegen. Okay, ich guck mal weiter. Hat jemand eine Ahnung, wo Dings liegt? Dings? Niklas, tot? Ach nee. Hey, wo es einen Kompressor gibt. Du hast Gefühle? Quatsch, hör auf. Top Story. Niklas und Kompressor hätte ich. Hervorragend. Ich hätte ihn auch gerne. Die Personen, die sich mit dem Niveau beschäftigen, sind die Niveauisten. Niveauisten? Niveauisten. Wir sind jetzt alle 4 Niveauisten. Wir sind wohl eher das Gegenteil. Vom Niveau? Ich finde, zusammen haben wir alle ein Niveau. Also ein Niveau-Level erreicht. Niveau verfolgt mich, aber ich bin schneller im Keller. Oh, der war gut, der war gut. Oh, Mann, ey. Marc? Ja? Kannst du mir einen Gefallen tun? Jo. Mach mal bitte was Produktives. Ich guck grad. Ich unterhalte gerade unsere Zuschauer. Nein, du hast recht. Mach es weiter. Komm, na los. Zufällige Seite, mal gucken, was da jetzt kommt. Transformer Upgrade. Da muss es aber auch unterhalten und nicht schweigen. Ja. Boah, es gibt so teuer. Eine Bindehautentzündung bei Stupid Edie.
Moment kurz. Man braucht zweimal diesen blöden Transformer, ja, damit man von High auf Low kommt. Ja. Kacke. Gut, gut, gut. Elektronik. Nee, Mann, ist doch zu neu. Der Fußboden stammt ursprünglich aus Italien. Kannst du mal eventuell kurz drüben, solange du drüben bist, guck mal, ob du einen Electronic Circuit herbekommst. Wie viele? Ein oder? Wir machen mal ein paar wenigstens, wenn es geht. Mark. Ja. Hast du zufällig Langeweile? So ein bisschen, ja. Okay, dann tu mir mal einen Gefallen und geh ins Pilzbiom und folge dem Pfeil, bis dass du zu einem, ja, einmal ein Loch kommst und geh da mal runter. Ich brauche da dringend Hilfe. Okay. Ich würde zu gern dabei sein. Was hast du also, wenn du willst, kannst du auch gern mal vorbeischauen. Akku leer oder wie? Nee, das nicht. Nur eine viel zu große Höhle. Und du kommst nicht mehr raus. Okay, ich komme mal diesem Pfeil folgen. Okay. Echt jetzt? Und du willst wirklich... weiß nicht mehr, wo ich bin. Und du willst wirklich, dass er kommt? Wieso? Ich bin noch zuverlässig. Ja, genau, dich. Das ist ja wirklich die beste Lösung. Du wirst sowieso verbrennen auf dem Weg dahin. Er kommt als Fackelmännchen an. Ja, Lava ist auch hier ganz so viel. Und so. Niklas, fernbleiben. Wie weit ungefähr sind wir vom Pfeil entfernt? Aus. Vom ersten. Irgendwas um die 300. Okay. MV. Einmal ein Loch. Wieso hast du ein einmal ein Loch nach unten gegraben? Weil ich da eine Schlucht gefunden hatte. Er hat das Niveau gesucht. Ich glaube auch. Oh oh. Das Niveau liegt unterm Bett und weint. Wo ist okay, denn der? Ich such dich mal. Sag mal, hast du irgendwo. Oh fuck. Na. Guck mal, ob ich dich finde. Das wäre ja ekelhaft. Ich würde auf jeden Fall dafür immer so einen Death Point einsetzen. Nur mal so zur Info. Hast du wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Ist er gestorben? Nein. Ja. Nein, du sagst es nicht. Bei mir ist der ganze Chat zugespammt mit Requested One Paper oder so. Oh, ich bin über die Bodenplatte gelaufen. Das Haus explodiert. Scheiße. Alter. Was? Nichts. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.